Willkommen zurück, liebe Leute, zu Forza Motorsport 5. Wir gehen jetzt das nächste Rennen an auf dieser Top Gear Strecke und dieses Gejaule in dem Menü, diese Musik ist übertrieben ätzend. Oh, hör mir bloß auf. Ich habe ein bisschen jetzt die Bremshilfen und so ausgeschaltet. Und wow, ich habe herausgefunden, wie ich umschalten kann. Ist ja amazing, Alter. Ah, cool. Alles klar. Denn, ob man es glaubt oder nicht, es gibt hier... Also, wenn man das Spiel neu startet, man landet direkt hier im Menü. Also direkt im Rennen. Das heißt, es gibt kein... es gibt einfach echt Beschreibung, wie du steuerst und alles. Das gibt es nicht. Heutzutage gibt es ja natürlich auch keine Gebrauchsanweisung mehr im Spiel selber. Es ist unfassbar. In den Menüs haben wir auch beim letzten Mal geguckt. Steht nichts. Es steht nichts. Ich weiß auch nicht. Naja. So, die Motorhauben-Dingens, die mag ich eigentlich. Boah, shit, man merkt schon, ich hab die Bremshilfe ausgestellt. Man merkt schon, der Zerstörer ist zurück. Alter, Junge, geht's dir noch gut? Hier kommt schon... Alter, weg vom Rasen. Hier kommt schon mal ganz gut die Geschwindigkeit ganz gut rüber. Aber hier auf dieser Strecke geht mir so echt die Übersicht flöten. Ach ja, der alte Rennspieltrick, wenn nichts mehr hilft. Einfach die gegnerischen Autos als Stopper benutzen, weißt du? So sieht's nämlich aus. Genau. Ey! Boah, komm runter! Wie schwer das ist denn vom Rasen, vom Schotter wegzukommen? Das ist super heftig. Boah, Junge, Junge, Junge. Ich kann uns nur... Alter, das ist so heftig. Ohne Witz. Es ist so heftig. Das sind auch so Dinge, die kann ich gar nicht beurteilen aus dem echten Leben. Ich habe jetzt auch den Führerschein über 3 Jahre jetzt. Ich bin noch nie auf einer Rennstrecke gefahren und geschweige denn mit 150 auf dem Rasen halb. Aber ich sag mal einfach, das ist realistisch. Ist ja auch klar, bei so einem Untergrund, da kannst du nicht einfach mal zur Seite fahren. Runden gibt es eigentlich. Ja, das ist unfassbar, wie es mich immer raustreibt. Komm schon, 1, 2 Plätze will ich noch holen, den auch noch. Wenigstens Treppchen, ey, wenigstens Treppchen. Ist natürlich auch immer so eine schwierige Sache, wenn man die Strecke 0 kennt. Oh, das war ein bisschen weit. Er ist wenigstens Dritter noch. Ja. Ist in Ordnung. Neue Abzeichnung und Titel. Das ist mein Baby, auf jeden Fall. Und nochmal voll freigeschaltet. Da seht ihr, jetzt habe ich die Fahrhilfen wie gesagt, ein bisschen verändert und kriegt dann plus 15% jetzt schon. Wird die Affinitätsstufe Ihres Autoherstellers erhöht, steigt auch dessen Auszahlungsbonus. Mit jedem bestrittenen Rennen erhalten Sie Bonus-Credits entsprechend der jeweiligen Affinitätsstufe. Das ist doch schön. Ihr Driver-Tar hat erste Daten ausgewertet. Aber für die Rennstrecke werden noch mehr Daten benötigt. Ja, man kann jetzt schon sagen, bremst schlecht, benutzt seine Gegenspieler als Bremsklotz. Das kann man schon mal festhalten auf jeden Fall. Heute geht es nach Yas, eine künstlich vergrößerte Insel im Meer vor Abu Dhabi, auf der sich der Yas Marina Circuit befindet. Ach, wie geil. Hammer geil, die Formel-1-Strecke.
Ich glaube, es gibt auch hier Formel 1 Wagen, wenn ich mich nicht jetzt ganz täusche. Aber daran sollte ich mich echt erstmal noch nicht wagen. Wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal gerne, erwartet keine Glanzleistung oder so, oder sowas. Es ist auf gar keinen Fall. Ihr Ziel ist es, Goldmedaillen zu ergattern. Nur so erhalten sie die maximale Belohnung für ihren Schwierigkeitsgrad. Auch wenn man innerhalb der Goldmedaillenbestenliste aufsteigt, bleibt die Belohnung gleich. Für eine höhere Belohnung müssen sie den Schwierigkeitsgrad des Driver Tasks erhöhen und Gold gewinnen. Nee, noch nicht, noch nicht. Ich brauche noch ein paar Rennen, um mich erstmal hier dran zu gewöhnen. Und ja, Leute, wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf mehr, auf jeden Fall mal ein Like da lassen. Denn leider Gottes laufen sehr viele Affen durch die Gegend und meinen ja, die Videos zu disliken. Und es ist auch schon auf dem ersten Forza wieder unfassbar viele Dislikes. Weiß der Geier warum. Denn niemand hat geschrieben, mir gefällt das nicht. Ist ja immer, wird immer nur gedisliked. Und ich gehe mal stark davon aus, dass es einfach damit zu tun hat, dass es ein Xbox One-Spiel ist. Ihr kennt es ja, ihr kennt ja diesen Kindergarten-Konsolentrick. Deswegen, wäre wirklich super, wenn ihr da ein bisschen Unterstützung geben könnt, wenn ihr denn mehr sehen wollt davon. Wie ich hier mich lang krebse in der Karriere. Oh, 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 oh. Oh, schön, ey. Das ist zum Glück kein Sand. Sorry, sorry, sorry. Aber irgendwie habe ich fast gar kein schlechtes Gewissen, hier wegzuhauen, weil ihr seht es! Wie die mich auch weghauen. Habt ihr das gesehen? Schön außenrum mich da raushalten, genau. Und jetzt vorbeiziehen hier, jetzt vorbeiziehen hier. Jetzt aber, jetzt bin ich in, jetzt bin ich in. Oh shit, okay, das war übertrieben unfair. Zum Glück gibt es gar keine Strafen oder sowas. Das tut mir leid, das tut mir leid, das ist echt nicht meine Absicht. Ich will das gar nicht so in dem Maße. Wow, wow, wow. Ach, fuck, falscher Knopf. Abbrechen. Abbrechen. Einfach abbrechen. Oh, 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 oh. Boah, was ein Sound, ey. Gutes Überholen ist ja mal eine krasse Ausnahme für mich. Irgendwie, es ist, ich kämpfe hier, ich kämpfe echt, um hier wenigstens aufs Treppchen zu kommen. Boah, ey, ohne Witz, ich bin so ein Zerstörer, das ist echt nicht schön. Das ist echt nicht schön. So sollte man nicht fahren. So sollte man echt nicht fahren, aber vielleicht schaffe ich noch einen zu überholen. Oh shit. Nee, der. Boah! Wieso hat der viel eine krassere Beschleunigung als ich? Kannst du vergessen, ey. Krieg ich wieder nur Silber. Obwohl, nee, vorhin bin ich ja Dritter geworden, das war ja schon Gold. Ich muss einen Sieg holen, sonst kann ich nicht aufleveln. Normalerweise konnte man doch auch tunen hier, ey. Hier wirst du von einem Rennen zum nächsten geschickt. Achso, weil es eine Serie ist, oder? Weil es so eine Meisterschaft ist, so eine kleine Minimeisterschaft, genau. Ja, das ist nichts gut, das ist nichts gut. Das kann man besser machen. 3 von 5 abgeschlossen, Ihr Driver-Tar tritt jetzt in Rennen auf der ganzen Welt gegen andere Spieler an. Er wird auch Credits sammeln. Also kommen Sie immer mal wieder vorbei, um Ihre Belohnung einzusammeln und nach Ihrem Driver-Tar zu sehen. Ja, alles klar. Toll. Der wird nichts reißen. Der wird dann auf Kinderstufe fahren gegen andere Leute. Design liken? Nein. Sowas hasse ich, ja.
Wie soll ich denn ein anderes Design aussuchen, wenn ich hier die ganze Zeit im Menü bin? Als nächstes begeben wir uns auf die steilen Kurven des Mount Panorama Circuit in New South Wales, Australien. Okay. Bisher sind auch die Strecken sehr schön, finde ich. Teilweise. Teilweise auch Strecken, die ich gar nicht kenne. Aber Rennspiele, ich weiß nicht, auch wenn ich das Genre auch sehr, sehr mag, so wie viele Genres, auch Beat'em-ups oder sowas, die mag ich auch, die liebe ich richtig, weil ich da sehr viele Kindheitserinnerungen habe, bin ich meistens nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Indem Sie diese abstellen, erhalten Sie höhere Belohnungen. Ja, das wissen wir schon. Warum kann ich das nicht überspringen? Ich möchte mir nicht dein Gelaber wieder anhören. Zum Beispiel Gran Turismo 3 damals. Boah, Leute, ohne Witz, das habe ich echt gesuchtet ohne Ende. Ich habe mich sogar mit einem Kumpel zusammengesetzt und diese 24-Stunden-Rennen gefahren. Habe ich auch schon mehrmals erzählt, glaube ich. Aber wir haben uns wirklich 24 Stunden am Wochenende, haben wir uns dann gesagt, Alter, komm, du übernachtest bei mir, wir zocken das. 24 Stunden, wir wechseln uns ab. Und haben das echt knallhart durchgezogen. Also da war echt noch... Ja, das waren noch andere Times, so weißt du. Ja. Aber ist ja wirklich so. Es war geile Erinnerungen. Okay, die Strecke kenne ich gar nicht zum Beispiel. Nie gesehen hier. Ich habe auch die letzten beiden. Was hat der für krasse Bremse? Ey! Dankeschön. Ich habe die letzten beiden Forzas auch nicht gezockt. Also Forza 4 habe ich nicht gezockt. Forza 3 habe ich aber ordentlich gesucht. Ich habe wirklich alles gemacht. Derjenige, der Forza 3 kennt, weiß, wie umfangreich die Karriere war. Ich habe wirklich alles gemacht. Ich bin nicht alles selber gefahren, sondern habe dann auch meinen Fahrer fahren lassen und so. Aber alles gemacht. Forza Horizon habe ich auf der Festplatte bei der 360 aber noch nicht gezockt. Das war einmal im Angebot. Irgendwie für einen 10er oder so. Da musste ich zuschlagen einfach. Aber ich habe es noch nicht gezockt. Deswegen. Wie gesagt, die letzten beiden noch nicht probiert. Ich will den nicht wegrammen. Ich will das nicht. So, Windschatten. Oh, shit. Ich sag's gerade noch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe kurz auf den Radar unten geguckt. Sah für mich aus fast wie, wir fahren jetzt geradeaus über den Hügel. Volle Kanne, aber dann hat er plötzlich gebremst. Ihr hört sicherlich auch, wie ich die ganze Zeit am Arbeiten bin mit dem Controller. Das habe ich nämlich gehört beim ersten Partrennen, aber ja, das muss einfach sein. Das kann ich nicht rausmachen. Schön hier mit 220 gleich. Okay. Also diese Bremshilfen, die brauche ich echt noch. Also hier bei der Ideallinie. Definitiv. Gute Kurve, Dankeschön. Also wir fahren auch jetzt schon mit diesem Wagen das höchste, höher als ich schon im Real Life gefahren bin. Das höchste war mit meinem Fahrschulauto, wo dann der Fahrlehrer mal gesagt hat auf der Autobahn, jetzt gib mal richtig Gas, und dann war ich plötzlich bei 200 oder so. Und dachte mir, oh shit, Alter. Naja. Aber mein privates Auto kann leider nicht 200 fahren. Schön wär's manchmal, aber nee. Schafft er nicht. Bergab 180. Aber das war's dann auch schon. Das höchste der Gefühle. So. Und er kommt immer ins Schleudern. Das ist ein Hecktriebler, ne? Hier. Der Mazda ist doch heckbetrieben, oder? Kann das sein? Boah! Kleiner Wichser, du. Habt ihr das gesehen?
Hey, so viel zum Thema, weißt du?